Jo Leute, was geht ab und willkommen. Wir reagieren heute, Leute, auf Revi, und zwar 15 Frauen versus Calvin. Das ist Calvin von Temptation Island. Ja. Ich habe Temptation Island nie geguckt. Ich auch nicht. Muss ich zugeben. Aber ich habe ein paar Streamer geguckt, die darauf reagiert haben. Ja. Also ich kenne ihn auf jeden Fall. Echt? Ja, ich kenne ihn. Ich weiß so ein bisschen mal, worum es geht, aber eigentlich habe ich mir das nie angeguckt. Ja, ich weiß. Obwohl das, glaube ich, voll unterhaltsam ist. Ja, ist so ein bisschen Trash-TV. Halt. Ja. Ist ein bisschen funny. Wir haben dem Temptation Island-Star Calvin Klein 15 Frauen im Speed-Dating gegenübergestellt. Das ist Calvin versus 15. Jo, was geht ab? Ich bin Calvin und wir spielen heute 15 versus Calvin. Hi, ich bin Jana, ich bin 20 Jahre alt und vielleicht bist du meine nächste Temptation. Oh, krasser Spruch auf jeden Fall. Wie geht's dir, wo kommst du her? Ich komme aus Bochum, du? Aus Bochum, ich komme aus Aachen. Ist ja nicht weit weg. Nee, ist nicht weit weg, schöner Schmuck. Danke, deiner auch, ist auch gold. Die passen zusammen. Digga, die Leute, dreht dich zurück. Dankeschön. Seit wann bist du Single? Seit 2 Jahren. Was, fliegst du dich in Urlaub? Digga, der ist richtig, der ist aber auch im Angriff. Der war das hungrig. Ich war schon im Urlaub. Wo? Dubai, Amsterdam und Ibiza. Okay, du bist weiter. Danke. Die haben schon mal gepasst. Ja, weil die geben mir so einen gleichen Vibe. Sie hatte ihn bei Ibiza. Ja. Also, komm rein. Ja, rein da. Hallo. Hi. Ich bin Lina, ich bin 18 und ich spiele Minecraft. Schau mal zu, Go. Was ist Mike? Ach, dieses Spiel. Ja. Bist du Gamerin? Ja, ich kann auch Fortnite tänzern. Und wir machen mal. Ah, nicht schon wieder. Oh, no. Nicht schon wieder. Ach krass, Alter. Ja. Okay, und machst du so Twitch und so? Streaming? Oh, hab ich mal manchmal, aber mein PC ist so kacke. Du, ich hab leider gar nichts mit Gaming zu tun. Ja. Ich kann mich leider mit Gaming gar nicht identifizieren. Bro, sie sieht einfach aus wie seine kleine Schwester. Na, was? Sie sieht aus wie so ein richtig süßes, kleines Gaming-Girl und er sieht aus wie einer, der so jedes Wochenende... Aber sie sieht voll jung aus, sie sieht aus wie 16, 17. Sie ist 18. Ja, und er sieht auch so wie, keine Ahnung, 28? Ja, 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 also das vibe gar nicht. Nein, die erste war da schon besser. Ja. Es tut mir leid. Aber ehrlich, Digga, ehrlich. Ich kann leider nicht zocken, nur FIFA ein bisschen. Oh ja, ist auch gut. Und GTA. Auch gut. Also sie will nicht gehen, er will sie gehen. Ja? Ja. Ja, vielleicht sieht man sich mal online. Oh nein, er ist so gut, Digga. Wollt ihr auch mal bei einer Folge 15 Versus dabei sein? Egal ob männlich oder weiblich, bewerbt euch über den Link in der Videobeschreibung. Das Mindestalter ist 18 Jahre. Hallo, ich bin Nadine, 24 Jahre alt und ich hab dir was mitgebracht. Was ist das denn? Eine Brille? Oh, eine Brille? Ich hätte dir auch eine rosarote mitbringen können, aber die brauchst du bei mir nicht. Ach geil, wo kommst du her? Nähe Köln. Nähe Köln? Und was sind deine Hobbys so? Was sind deine Hobbys? Unterschiedlich. Sport, Zocken. Was zocken? Horror, Minecraft, also was. Also spielst du auch so viele Computerspiele? Ja, schon. Mehr oder weniger. Ich habe gerade die Vorgängerin deswegen rausgekickt. Machst du das dann nochmal? Wäre langweilig, oder? Oh, 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 oh. Wäre eigentlich ja, aber die Brille hat dich jetzt weitergebracht. Du bist weiter. Ja. Voll viele Zocker hier am Start. Ich zock gar nicht. Also ich und die hatten so eine kleine, sagen wir, Switch-Phase. Mario Kart. Da haben wir immer Mario Kart gespielt. Oder Mario Party oder so, wie das Ganze heißt und so. Aber haben wir so Robert, wenn das jetzt richtige Zocker gucken, wenn ich so denke, ach du Scheiße. Ja, trotzdem, gezockt ist gezockt. Oh. Hi. Hi, wie geht's? Alles klar? Ja, bei dir? Ja, klar. Was bist du für eine Landsfrau? Türkin. Sexy auf jeden Fall. Danke. Können wir mal Döner essen gehen? Ja, gerne. Hättest du Bock? Ja. Ja. Was sind deine Hobbys? Was machst du so in deiner Freizeit? Partys. Partys? Partys? Ja. Ah, okay. Und kochen. Kochen? Ja. Kannst du gut kochen? Ja. Was denn so? Was kannst du am besten kochen? Keine Ahnung, was du willst. Adana Kebab. Tschüss. Ja, gut. Guck so. Sowas war ich schon besser mit dem. Tschüss. Tschüss. Also, musst du trotzdem weiter. Ja, lass ja, mal drücken. Ja, natürlich. Egal, du bist trotzdem weiter. Ja, lass ja, mal drücken. Ja, natürlich. Geil. Heise Girls. Hallo, ich bin Liv, ich bin 18 und wäre ich eine richtige Katze, würde ich alle meine neuen Leben mit dir verbringen. Oh, krasser Spruch auf jeden Fall. Ist das so ein kinky Outfit oder so? Nö, das ist ein ganz normales Outfit, so laufe ich auch rum. Ja, okay. Und wie kommst du dazu? Also, aber du bist jetzt nicht irgendwie...
Ich glaube, worauf man auch möchte. Man denkt immer bei so Mädels, die so irgendwie sehr streng in eine Richtung gehen, dass sie, ja, das ist doch, lassen wir mal ihn sprechen. Wie kommst du darauf? Alternativer Kleidungsstil. Ah, okay, verstehe, cool. Und wie alt bist du? 18, 18 ja, genau. Du, leider 18. Ich glaube, du bist dann, warte mal, 18. Ich bin 31, wie viele Jahre älter? 13. 13 Jahre älter. Leider zu jung, Schatz. Okay. Aber schön, dass du dir was, ich danke dir. Er findet auch immer guten Grund, ja, zu sagen. Also 18, wie viel Jahre? Ich bin die so 13. Da war für sie dann auch schon ja, Schluss, ne? Ja, die hatte sie schon in anderen neuen Leben längst durchgerechnet. Hallöchen. Hi. Ich bin Lina, 23, und ich habe tatsächlich eben mein neues Bett aufgebaut und das wäre bereit für einen Belastungstest. Ja! Sowas würde Marc Eggers gefallen, so ein Spruch. Ja, du hast ja gerade gesehen. Deswegen, als er es abgegangen ist, ist so, ja, ich denke auch, die ähnelt, erstens ihm und zweitens, die sieht so heiß aus. Die sieht richtig gut aus. Hast du ihr Gesicht gesehen? Kurze Haare stehen nur sehr wenigen Frauen, finde ich. Weißt du, weil du brauchst ein richtig hübsches Gesicht dafür und ihr steht das. Eben, weil Haare machen so viel aus. Ich glaube, ich wäre mit kurzen Haaren echt, ich wäre... Kennst du, ich bin jetzt plötzlich Model und dann ist es nicht. Aber Haare machen bei mir richtig viel aus. Auch wenn ich Haare nach hinten habe, fühle ich mich gar nicht an den Teil. Ja, ja, zum Beispiel blond. Kann ich, so viele haben gesagt, werd wieder blond. Heißt Sex beim ersten Date kein Problem, oder was? Ja, beim ersten jetzt nicht unbedingt. Okay. Beim zweiten können wir drüber reden. Und hast du irgendeinen Fetisch oder so? Da so rede ich jetzt mit dir hier nicht drüber. Oh, ja, das ist stark angefangen, stark angefangen. Ja, ja, ja. Wie kommst du denn zu den kurzen Haaren? Mein Glätteisen ist kaputt gegangen. Aber und ganz kurz, es macht doch gar keinen Sinn. Sie sagt, ja, ich habe einen Bettbelastungstest, dies, das. Yeah. Und dann denkst du, oh, weißt du, du bist so drauf und yeah, so. Und dann sagt sie, nee, beim ersten Mal, beim zweiten Mal können wir reden. Ich bringe euch so einen Spruch. Ja, ist doch nur ein Spruch. Nein, die andere hat auch nicht neun Leben. Ja, aber wenn sie hätte, dann wird sie. War ich sauer, dann bin ich zum Friseur und hab meine Haare auf 3 mm abrasiert. Auch mutig, stark. Krass. Weil ich liege vor, ich mag echt, Kurzhaare ist gar nicht mein optisches Gefallen, nee, mit Kurzhaare, nein. Deswegen tut es mir leid. Nächstes Mal. Nee. Ja, aber sie hat auch richtig stark, sie hat so getan auf so sexy Girl. Und dann war sie immer super shy dann auch. Oh. Hi. Hi. Ich bin Angelina, 22, aus Köln. Und ich würde mich freuen, die neue Muse für die neuen Songs zu werden. Was ist eine Muse? Das ist eine Muse, habe ich mir gedacht. Was ist eine Muse? Das ist die Inspiration für die Songs. Ah, okay, kannst du Songs machen? Wenn du einen Spruch hast und du musst den Spruch erklären, dann ist der Spruch vorbei. Schon scheiße. Sie wusste doch, dass er das fragen wird. Nein, der Spruch war geil, aber es ist wirklich schade, dass er nicht wusste, was Muse ist. Ja, ja, das ist außerdem, das ist wie wenn du einen Witz machst und danach kennst du, hast du Leute, die sind irgendwie so humorbehindert und danach musst du ihn erklären und dann während du ihn erklärst, denkst du dir gerade so, was machst du? Das mach ich gerade. Aber du ja offensichtlich. Ja, klar. Aber finde ich cool, schon mal auf jeden Fall, dass du weißt, dass ich Mucke mache. Stehst du auf Romantik? Schon, ja. Was ist schöner, Sternenhimmel oder Sonnenuntergänge? Sonnenuntergänge. Falsche Antwort. Ich hätte jetzt gesagt, Sternenhimmel hätte ich weitergelassen. Leider falsch. Alles ich gut. Bin ein Sternenhimmel-Fanatiker. Kein Ding. Hi, ich bin Kia, ich bin 21 und wir können gerne mal zusammen ins Gym und danach kannst du beim Cardio meine Beine zum Zittern bringen. Tschüss. Boah. Ey, krass. Wo hast denn du? Hast du den selber ausgedacht oder hast du den gegoogelt? Den habe ich mir selber ausgedacht. Krasser Spruch auf jeden Fall, den merke ich mir. Und was machst du sonst in deiner Freizeit so gerne? Ich bin gerne auf Autotreffen bei meinem Tätowierer. Was heißt Autotreffen? So Tuning-Treffen. Ich hab GTI, geil! Würdest du gerne weiterkommen? Ja, gerne. Sehr gerne. Ja. Ja, komm, weiter. Ja! Optisch schon. Hi. Hi. Ich bin Caro und für dich kann ich auch ein Ass sein. Oh, Ass. Ah. Wegen Poker. Ein Ass? Ja. Krass. Ach so, nicht ein Blöde. Ass. Ein Ass beim Poker. Ach so. Ah. Weißt du, Ass, ich dachte, es hat irgendwas so mit dem Namen zu tun. Ja, dachte ich auch. Also, ich musste auch überlegen. Ah nee, Ass vom Poker. Okay, was? Hat sich jetzt auch noch gereimt, ne? Wie sieht dein Traumurlaubsziel aus? Warm, Strand, gute Laune. Wo war denn letztes? Mallorca war ich auch. Am Ballermann? Nee, da nicht. Ach so, einfach chillen eher. Ja, chillen. Du bist ja so chillig und so ja, am Start, ne? Ja, weil es ist ja Speed-Dating, wir haben ja nicht genug Zeit. Ich darf leider nur liebe 7 Leute weiterlassen, deswegen tut mir leid. Kein Problem. Aber du bist cool. Danke. Ja, wir sehen uns im Nether. Ey, wo? Wir sehen uns im Nether. Wo ist das denn? Minecraft, kennst du nicht. Also ich... Wir sehen uns im Nether. Und dann einfach nur gehen, das ist ein cooler Abgang. Yeah, yeah. Er macht so ein Wo im Nether. Die sagen, das ist der gleiche Betonung. Also macht der Wo? Das ist so ein Minecraft-Ding und so. Oh mein Gott, Junge, das ist echt cringe, oder? Der ist gerade unangenehm. Gar nichts. Ja, deshalb. Warte, geh mal zurück. Leid. Kein Problem. Aber du bist cool. Danke. Ja, wir sehen uns im Nether. Ey, wo? Wir sehen uns im Nether. Wo ist das denn? Minecraft, kennst du nicht. Also ich zocke ja gar nichts. Ja, deshalb. Ist aber cool. Achso, ja, okay. Alles klar.
Hi, ich bin Lauren, ich bin 24 Jahre alt und freue mich, dich kennenzulernen. Hi, geht's dir gut? Lauren. Ja, und wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Zockst du auch Minecraft? Früher, heute nicht mehr. Was zockst du heute? Gar nichts mehr. Ich guck nur noch deine Reviews von Temptation Island und alles. Ja, da bin ich so lieber ein Trash-Liebhaber geworden. Jetzt auf Trash umgestiegen, vom Gaming auf Trash. So ist es, ja. Besser ist das. Leider nein. Es tut mir leid. Nächstes Mal. Guck mal, einfach wollte sich eine Ausrede aussuchen, weil jeder Frau, die er rausgeschickt hat, hat da immer so einen Spruch gehabt. Ey, ich zock nicht, na, ich mag keine kurzen Haare, ich mag das nicht und so. Bei ihr macht so, du bist raus. Ich will nicht mal was sagen. Ist ja. Besser ist das. Leider nein. Es tut mir leid. Nächstes Mal. Aber Dankeschön für den Support und danke, dass du hier bist. Hat mich gefreut. Wir haben Feldtreppen draus gemacht. Komm dann nach Hause. Willst du noch ein Foto machen? Feldtreppen draus gemacht. Hallo. Hi. Hi, mein Name ist Sherry Ann. Mein Spitzname ist Sherry und wenn dein Leben eine Erfolgstorte ist, dann bin ich die Kirsche oben drauf. Boah, ey, wo habt ihr all die ganzen geilen Sprüche her? Wo kommst du her? Bielefeld. Warte, boah. Stell dir mal vor, jemand macht einen geilen Spruch, du sagst, boah. Boah, ey, wo habt ihr all die ganzen geilen Sprüche her? Wo kommst du her? Bielefeld. Bielefeld und du siehst ein bisschen orientalisch aus. Wo kommst du? Nein, ich bin nicht orientalisch. Du bist komplett deutsch? Ich bin deutsch, Asiatisch? Ja. Nein, meine Mutter ist Philippinen. Philippinen? Ja. Geil. Bist du auch manchmal da? War ich in der Vergangenheit oft, aber ja, jetzt habe ich andere Ziele. Ja. Du wolltest schon immer mal dahin, weißt du? Echt? Ja. Da kannst du mit mir hin. Ja, ehrlich? Ja, ja, dann lass mal hingehen. Du bist weiter. Ja, super. Ja, hat auch so einen Typen, oder? Ja, das war die erste, die jetzt weitergekommen ist, glaube ich, die aber nicht irgendwie sowas pervers gemacht hat oder so, weißt du, dieses, ja, ja. Sondern die war einfach süß, die so, ja, ich komme daher, ja, wir können nochmal zusammen hingehen, ja, so voll gechillt, ja, so süß. Ja, deswegen meinte ich, glaube, er hat so einen Type, also so, ich glaube, der steht dunkle, auf groß, Haare. Schlank und dunkle, lange Haare. Ja, deswegen ist aber der Türken, boah. Hi, was geht? Hi. Oh. Du kennst mich doch schon, nur ich muss doch nichts mehr von mir erzählen, oder? Ja, doch. Was willst du denn noch wissen? Welche schöne OP hast du schon? BWL, Nasen-OP. Ach, okay, krass. Sexy. Wusstest du das nicht? Nee. Hm. Du kommst aus Köln? Ja. Ja, ja, du bist ja eh weiter, ne? Aber ich wollte trotzdem mal ein bisschen mit dir quatschen. Was? Hey, Leute, klär uns auf. Was ist passiert? Ja, ich weiß, hast du mich auch schon zu dir nach Hause eingeladen. Zu mir nach Hause? Ja. Hab ich das? Ja, zweimal. Zum Whirlpool. Was? Ja? Ja. Wartest du noch? Unangenehm. Ah, wenn der Typ nicht war, wer weiß, ob er dich angeschrieben hat, Bro, Red Flag. Was ist, nein, die Mädchen, er sagt, hab ich dich angeschrieben? Echt? So? Nein, nicht angeschrieben, eingeladen zu ihm nach Hause sogar. Achso, ja, meine ich ja, sorry. Das ist ja aber noch schlimmer. Das ist ja noch schlimmer, aber imagine, er weiß es nicht, aber er hat bestimmt Tonne eingeladen per Insta. Ja, ja, natürlich. Ja, zweimal zum Workout. Oder er hat nicht Taube geschickt oder so. Was? Ja? Ja. Wartest du noch? Ja, ich warte noch. Okay. Okay. Du bist raus. Okay. Nein, Spaß. Nein, du bist weiter. Okay. Bist du nüchtern? Nee, du? Ja, immer. Du bist nüchtern? Hä? Nein! Geil, was war das gerade für ein Fiebertraum? Hi, Kelvin. Hi. Ich heiße Astel und ich komme vom ADAC. Ich muss dich heute leider abschleppen. Bin ich auch verloren. Geil, das ist auf jeden Fall. Und funktioniert auch? Genau, oder? Wo kommst du her? Ich wohne in Köln-Mühlheim. Köln-Mühlheim? Hm? Ja, da kenne ich einige. Was machst du in deiner Freizeit? Sport, kochen, Bier brauen. Bierbrauen? Mhm. Bierbrauen? Ja, ja. Also kannst du dein eigenes Bier herstellen? Ja, ich kann mein eigenes Bier herstellen. Ach krass, ja. Heftig. Mein Problem ist, ich kann leider nur... Ja, alles klar. Deswegen, das tut mir leid, aber richtig korrekt Bierbrauen. Schick mir mal eins zu, gerne. Das mache ich gerne. Super. Ah, der ist so korrekt, der ist echt lieb. Hi, ich bin Luisa und bin 23 Jahre alt und du siehst aus wie ein Stier und das passt perfekt zu Steinbock. Der Steinbock von deinen Sternzeichen? Ja. Guckst du auf so Sternzeichen? Eigentlich nicht, aber ich kenne mich halt damit ein bisschen aus. Okay, und was, ich bin Fisch. Kannst du mir irgendwas über mich sagen? Er heißt Fisch. Also tatsächlich passt das so von deinem Äußerlichen gar nicht zu dir, weil die sehr schüchtern und eher in sich gekehrt sind. Ehrlich? Mhm. Ja, ich glaube eh nicht an so einen Kram. Ja, ich auch nicht. Ich bin gar nicht ernst. Wo kommst du her aus? Aus Hamburg. Aus Hamburg? So weit? Bist du jetzt so weit weg? Nicht dafür, nein. Ach so, ja. Ich arbeite hier. Schade. Oh, nicht dafür, also dafür auf gar keinen Fall. Oh Gott, wie sehe ich das aus? Zurück? Also du arbeitest nicht mal? Ja. Als? Foyerleitung im Theater. Ja, was macht man da so? Sich so um die Gäste kümmern, alles was so nichts mit den Darstellern zu tun hat, sondern
in den vorderen Bereich. Foyer heißt das. Genau. Ja, drei Wörter hier, Foyer. Welche ist deine beste Vorstellung? Ach so, das ist immer das gleiche aktuell, Moulin Rouge. Also, das kenn ich auch. Ist so sehr mit sexy Klamotten da. Ja, das wäre was für ihn. Du bist weiter. Oh, okay. Okay, danke. Ich hab. Danke. Und sie hat es ja ausgelacht. Oh shit, aber ich finde, die passen null zusammen, weil sie arbeitet im Theater. Ja. Und wenn da so Opern, Theaterstücke oder sonstiges sind und sie arbeitet im Foyer, da wo die Leute empfangen werden, vielleicht begleitet sie Leute oder was weiß ich zu deren Sitze oder was weiß ich, sie arbeitet auf jeden Fall dort. Da ist man meistens immer so abendlich, schick, elegant angezogen. Ja, danke. Ja, und sie interessiert sich ja noch so für Theaterstücke, weißt du, was ich meine? So ältere Stücke. Und er aber bestimmt safe gar nicht, weil er kannte gerade nicht das eine. Ja. Das vibe doch nicht. Ja, das vibe doch nicht, aber ich glaube, er denkt sich so, ich muss jetzt noch ein paar Mädels mitnehmen, weil er muss, glaube ich, 7 Mädels mitnehmen. Und sie ist süß, hübsch. Ja. Und, warte, was soll ich eigentlich sagen? Warte, ganz kurz. Warte, und was ist sie alles noch? Süß, hübsch, und wer war nicht dabei? Am Ende wirkte sie auch so, als hätte sie eigentlich damit gerechnet, dass er Nein sagt, und dann sagt er ja, die so, okay. Verstehe ich nicht. Hi. Ja. Ich bin die Ilona, ich bin 33, wir kennen uns vom Party. Ich komme ziemlich am Ende, weil das Beste kommt ja zum Schluss. Wir kennen uns vom Party? Natürlich. Wo haben wir uns zuletzt gesehen? Diamonds. Ah, okay, ich bin immer relativ gut dabei auf den Partys, deswegen. Ich auch. Aber ich erinnere mich auch nicht. Safe, du kannst voll gut tanzen, ne? Kann gut möglich sein. Kannst du auch twerken? Bestimmt. Hast du schon mal Reality-TV mitgemacht? So ein bisschen. Wo? Ich war bei Undressed, der erste Staffel. Das Bett, Date im Bett, nur ein bisschen angezogen. Ah, geil. Geil. Das gucke ich mal auf RTL 2, ist bestimmt noch drin, oder? Ja, ja. Ja, cool. Da gucke ich mir auf jeden Fall an. Geil, ja, das ist schon viel weiter. Die ein oder andere. Da war schon Vibe, oder? Aber du wusstest nicht, dass ihr euch kennt, oder? Doch, aber kennst du das nicht auf Partys? Aber wir haben schon so ein, zwei, wo ich dachte, das könnte verbrannt sein. Also ich glaube dir den blauen Outfit. Ja? Haben wir das Outfit, ne? Ja. 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 Er und die Türkin, er war da direkt am Vipen. Er ist direkt schockverliebt. Er war so nervös. Ja, ja. Also ich glaube, der nimmt die Türkin am Ende. Verstanden. Sag mal. Aschkim. Kelvin hat 8 Frauen in die zweite Runde gewählt. Bei dem Picknick lernt er sie genauer kennen und nimmt 3 von ihnen in die finale Runde. Ins Bett. Na? Hallo, na? Alles gut bei dir? Ja, und bei dir? Ja, ich habe gesehen, du hast den Kuchen schon gegessen. Hat er geschmeckt? Ich habe noch nicht gegessen. Soll ich dir mal ein Stück geben? Soll ich dir mal ein Stück geben? Ja, damit ich aber. Du musst den auch probieren, ne? Ich will erst, dass du den probierst. Ja. Bruder, Nova sitzt so. Das ist nicht. Ach so, das ist Nova von Seven Ways Wild. Ach so, ich hab die gar nicht erkannt. Ja, und er macht so bei ihr und so. So. Aber ganz schön. Ein Stück geben? Ja, damit ich aber. Du musst den auch probieren, ne? Ich will erst, dass du den probierst. Ja. Und jetzt willst du von dir bekommen. Derselben Gabel? Ich hab da kein Problem mit. Nee, ist klar. Boah, wie in der Werbung so abgewischt. Oh, hat jetzt sogar mit Augen zugemacht und so. Ich hätte gesagt, mit derselben ist so, ich kann das selbst, aber independent woman. Ich hab da kein Problem mit. Nee, ist klar. Boah, wie in der Werbung so abgewissen hast du. Ich schwöre. Lecker. Schön, ne? Oder? Mhm. Geil. Du warst noch nie im Reality oder so, du kommst ja nicht so bekannt vor. Nein. Kennen wir uns? Gerne. Wo würdest du am liebsten hinwollen? Are You The One. Ja? Mhm. Ist das dein Lieblingsformat? Schon, ja. Bald kommt die neue Staffel, ne? Hab ich gesehen. Wie findest du Sophia? Mega korrekt. Korrekt, ne? Ohne sie wäre die Staffel nicht so wie sie. Das stimmt. Bevor die 30 Sekunden vorbei sind, erklär doch mal, was dein Typ ist. Mein Typ Frau? Mhm. Tatsächlich habe ich keinen Typ Frau. Oh. Mhm. Weil es gibt schöne Frauen also schöne deutsch aussehende Frauen, schöne orientalische Frauen. Ich finde dann eher so Ausstrahlung, Charakter ist halt sehr wichtig und so, weißt du? Das ist meine Ausstrahlung, mein Charakter. Sie will auch. Ja. Sie ist pushy, ne? Ja. Auf jeden Fall aber top. Sagen, was er sagt, ich fühle das zu 1 Milliarde %. Kennst du das? Ich habe auch nicht so einen gewissen Typen, sondern wenn er so eine gewisse Ausstrahlung hat, dann. Ich habe jede Woche einen neuen Crush. Also die, die mir auf Instagram folgen, aber das ist jede Woche einen anderen Typen sagt, oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, Husband. Husband Material. Ja, und danach, aber die sehen immer anders aus. Ja. Aber irgendwo haben die halt die Ausstrahlung. Ja, sag ich ja. Das zieht die geben ein. Eine, die geben an. Die geben, die geben die gleiche Aura irgendwie genau. An. Ich darf nur 3 weiterlassen, es tut mir so leid. Alles gut. Es tut mir so leid, aber schön, dass du alles da warst. Alles gut. Meld dich mal. Mach ich. Der Vibe war halt, das war so ein bisschen unangenehm. Was ja, sie wollte zu sehr, ne? Ja.
Lachst du mich aus? Nein, ich wollte nur, weil ich einfach Kuchen gegessen habe, heimlich. Erstmal muss ich sagen, gut, dass du meine Schwester rausgewählt hast, sonst gibt es ja Konflikte. Moment mal, was? Die ist mit ihrer Schwester hier? Bei deiner Schwester hier? Ja. Wer war denn deine Schwester? Die mit dem Ass. Aber die ist ja jetzt weg. Oh, habt ihr so Konkurrenzding oder was? Nee. Aber die ist ja jetzt weg und ich bin jetzt hier. Wer ist mit dem Ass? Aus die, die gesagt hat, Ass, du so, hä, es? Ah, diese Caro. Aber wer war das nochmal? Wer hat das nochmal gesagt von denen? Und ich dachte eben, sie meint die von eben. Ja, dachte ich auch erstmal. Das ist ja jetzt cringe. Das ist ja jetzt cringe. Ich gar nicht, aber... Hattet ihr schon was mit demselben Typen? Nee. Noch nie? Nee. Hast du auch Geschwister? Ja, ein Bruder. Oh, versteht euch gut? Ja. Ja? Ja. Wir hatten auch schon mal was mit derselben und so. Was machst du denn beruflich? Ich war Managerin im Marketingbereich und bin jetzt selbstständig. Als? Auch im Social-Media-Bereich. Management? Nee, nicht mehr. Sondern? Ja, so auch Twitch, YouTube und Co. Ach, krass. Kannst du mir so einen Job bei Twitch besorgen? Einen Job bei Twitch? Ja, du musst einfach anfangen. Ja? Ja, du hast doch schon eine Reichweite. Stimmt. Kannst ja auch IRL-Streams machen. Aber ich bin kein Gamer, ich kann nicht. Nein, du kannst auch IRL machen. Was, IRL? Du läufst auf Malle rum und filmst dich dabei. Wie? Gibt's das schon? Ist das, ja, ist natürlich. Das ein... Ja, jetzt hast du mich auf eine Idee gebracht. Haben deine ganzen Kollegen, die noch nicht... Hey, ganz kurz, ist es ein Date oder ist es kurz eine Beratung? Sobald ein Date irgendwie so in die Richtung geht, kennst du, das fühlt sich an wie so ein Beratungsgespräch. Ja, sag ich doch gerade. Wie wirst du erfolgreich? Ja, sie kommen jetzt in die fucking Gruppe, Junge. Davon erzählt. Das macht aber hier der Marc Eggers und so, ne? Ja, ja. Macht die das nicht auch? Der läuft nicht rum. Lass mich bitte raus, Alter. Kannst beides machen. Ja? Ja? Ja, geil, Alter. Jetzt hast du mich aber auf eine neue Idee gebracht. Deswegen schön, dass du da warst, aber ich kann nur drei weiterlassen. Das tut mir leid. Oh nein. Ich kann nur drei weiterlassen. Viel Erfolg noch, ne? Erst die Erfolgstipps abstauben und dann einfach einen Korb geben. Erst zuhören, aber davor wusstest du schon, dass du sie kicken willst. Ne? Warum hast du sie früher gesagt? Dann, dir auch, ciao. Ja, so, Hallöchen. Tagchen. Na? Und? Hast du heute schon gepumpt? Nee, gleich erst. Gehst du doch? Ja. Was steht heute an? Beine. Beine? Hm. Boah, steht gestern Beine. Oh. Ich hasse Beintraining. Ich liebe Beintraining. Ja? Ich auch. Aber Rücken ist... Wenn du einen guten Rücken hast, bist du dabei. Wo bei? Ja, bei mir. Ach. Ich liebe Beintraining, weil ich finde, ich habe sehr viel Kraft in den Beinen. Aber wenn es so um Arme geht oder so, zum Beispiel Liegestütze oder sowas, dann... Das ist ein Nachteil bei mir. Ich hasse Beine und Arme. Ich mag eigentlich nur Bauch und Arme. Tutti mag richtig... Tutti liebt Bauch. Schön. Ja. Habe ich guten Rücken? Checke. Warte. Aha, jetzt mal Pause, genau, hat er gewartet. Ja. Ja? Ja. V ist da oder was sagst du? Ja. Geil. Möchtest du einen Schuh Kuchen? Nee, aber ich würde den Hugo nehmen. Hey, was? Der Hugo, Alter. Ja, klar. Aber ne, nur nüchtern trainieren. Ja, natürlich. Aber so, ja, ich bin so voll das Fitness-Girl, dann gib mal den Hugo rüber. Aber schön, dass du hier bist. Ich stoß mit dir an. Freut mich. Ja, voll. Ja, gehst du oft feiern und so? Ja. Wo? Ballermann in Mülheim. Och, ja. Warst du da, als ich da war? Nee, leider nicht. Ich hatte Nachtdienst. Ja, Ballermann Mülheim ist ein geiler Laden. Ja, ja, geht, ne? Ich muss leider Schluss machen. Die sagen mir von außen. Ist okay. Es tut mir leid. Nimm den Hugo mit, aber ich muss leider nein sagen. Ich darf nur drei Leute weiterlassen. Ist okay, mein Herr. Was? Okay. Ja, aber die haben doch geweint. Er hat so ein riesen intimes Gespräch und das wirkt so, als würden die heiraten. Das Ding ist, ich glaube, er hat schon ausgerechnet, wen er mitnehmen will. Weil er guckt sich an und sagt so, weißt du was, ich nehme dich mit oder ich glaube, ich kann dich nicht mitnehmen. Das ist wirklich der Unterschied zu Tom bei der letzten Folge. Ja, ja. Weil Tom hat so Mädels genommen, wo wir so dachten, was, hier, passt äußerlich nicht und so. Aber der hat sie einfach reingelassen, die haben sich unterhalten, wenn die süß war, hat er sie weitergelassen. Ja, ja. Aber hier, er hat schon, glaube ich, seine drei Favoriten. Ja, also die Türkin, dann die mit den riesigen Brüsten, die am Ende kam. Da kann man nicht den Namen merken, deswegen nur so Stichpunkte. Und dann diese eine noch, die aber auf dem Bild so ein bisschen brauner aussah, dann als sie reinkam, wo die gesagt hat, du kennst mich schon und so. Ach so, ja, genau. Das sind die drei. Und das ist jetzt voll kellig, weil zum Beispiel die haben geweibt. Es gäbe einen Grund, sie weiterzunehmen. Ja, ja. Ich glaube, der will gar keinen guten Charakter. Der will nur den Kuchen essen. Nein, haben die Apple Pie rein, Alter. Der ist wirklich, der halbe Kuchen ist weg, Mann. Hi, da bin ich wieder. Da bist du wieder. Kann ich dir irgendwas Leckeres zu essen oder zu trinken anbieten? Gern so einen Keks. So ein? Nein, doch lieber so eine Weintraube. Ach so, warte, komm her. So. Oh, Gentleman. Ja, normal. Willst du einen Hugo? Raufen? Wollen wir uns nicht über unterhalten? Ja, ich wollte erst nur höflich sein, das ist ja alles okay, so dann machen wir mir einen Hugo. Ja, okay. Du kommst aus Bielefeld. Genau. Bielefeld gibt's gar nicht, habe ich gehört. Ja. Ich bin ja öfters hier, also ist ja meine zweite Heimat sozusagen. Ja, Köln? Ja. Was machst du denn nochmal hier? Drehen. TV. Was denn? Ich bin ja aus der Medienbranche. Aber was machst du denn genau? Eigentlich alles. Also ich mache Filmregie, ich bin Videografin, ich bin vor der Kamera. Ich bin Werbemodel. Ich bin vor und hinter der Kamera, genau. Ach, krass. Das ist ein bisschen zu dominant für ihn. Das
sagt, ich will einen Keks essen. Hm, Keks? Nee, dann doch lieber die Weintraube. Und danach nimmt er es und gibt es ihr diese, das hat dir gerade so gefallen. Dann? Und dann sagt sie zum Beispiel, ich mach das und das und das. Er so, ach, du bist hinter der Kamera. Die so, und das und das und das. Also sie ist gar nicht darauf eingesetzt. Nicht gesagt, ja, ich stehe hinten oder vorne oder wie auch immer. Sondern sie hat einfach weitergeredet, als hätte sie es nicht gehört. Ja, und ich glaube, das ist ein bisschen so, das ist zu viel. Ich weiß, was du meinst. Sie ist so voll Macher, independent, ich mache das und das, ich weiß, was ich will, ich bin hier und da. Also sie hat ein bisschen so, die gibt ein bisschen so den Ton an, weißt du? Und ich glaube, das schreckt ihn ein bisschen ab. Also das ist natürlich geil, aber das vibe gerade nicht. Ja, also in einem Date ist es ein bisschen unangenehm. Du gehst ja darauf ein, was der andere sagt. Ich labere ja nicht die ganze Zeit, was ich mache, so. Ja, weißt du? Ja, für verschiedene Brands. Für? Welche? Zum Beispiel, also ich mache viel für Kataloge. Ich mache so Unterwäsche wahrscheinlich? Nein, so, gar nicht. Okay, nein, schon seriös. Und Dating-Geschichten? Habe ich gemacht. Was denn? Take me out. Wusste ich doch. Ich krieg von außen seit die eine Minute ist um. Ach, ich darf nur drei Leute lassen. Sei kein Arsch. Sei kein Arsch! Scheiße. Komm, du bist weiter. Ja. Dankeschön. Gerne. Okay. Na? Hi, wie geht's? Gut, dir? Oh, hallo. Ja, hast du mich vermisst? Natürlich. Darf ich dir irgendwas anbieten? Nee, ich esse nichts, ich gehe gleich zum Training. Echt, was machst du dann? Ja, Ganzkörper, also alles Ganzkörper? Trainieren. Ja. Seit wann bist du eigentlich Single? Seit 2 Jahren. Okay. Und du? Seit Temptation Island. Ja. Ja. Richtig. Du wohnst ja in Köln. Alleine, richtig? Nee, ich wohne nicht alleine. Ich wohne auch mit Familie zusammen. Sie weiß sogar, seit wann er Single ist. Also sie verfolgt ihn anscheinend sehr. Ich weiß nicht, ob ich das so feiern würde. Stell dir vor, ich sag so, seit wann? Aber das Problem ist, seit dann und dann. Wenn du jemanden datest und er dich einfach verfolgt hat und dich voll sympathisch fand, also jetzt auf YouTube, okay? Ja. Nicht in der Außenwelt verfolgt. Ja, das ist ja cool. Und danach wird er so sagen, ja, der weiß einfach schon einiges, dann ist es halt nicht so schlimm, weil du zeigst ja auch alles. Ja, aber trotzdem. Auf YouTube, weißt du? Bisschen, ja, aber trotzdem, ich fände es ein bisschen cool, wenn die so meine Sätze beendet. Ja, es ist ein bisschen schlecht, dass sie es sagt. Ja, ja. So. Irgendwie. Ja, und mein Bruder. Ach krass, ja geil. Ja, so wie du. Du haust ja mehr Sachen über mich raus als ich selber, wa? Soll ich damit aufhören? Nein, kannst du ruhig machen, aber so die Whirlpool-Einladung hätte auch privat bleiben können. Ja, es tut mir leid. Das ist nicht schlimm. Im Gegenzug lade ich dich mal zum Whirlpool ein. Hast du auch einen? Ja. Was denn für einen? Wir haben so einen Swim-Spa mit Pool, Whirlpool und Beheizbar und alles. Was hat die? Du lernst ja auch deine Eltern direkt kennen? Ja, oder lernst du dich einen, wenn du sturmfrei hast? Ich habe nie sturmfrei. Nee. Meine Eltern sind immer zu Hause. Sind sie nicht im Urlaub dieses Jahr? Wir waren schon im Urlaub. Ja, dann sehen wir uns doch sowieso. Da kann ich, dann sehen wir uns doch sowieso. Wir sehen uns ja sowieso. Ja, hör mal. Kennst du Leute, die so ein Syndrom haben, wenn du so was toll gemacht hast, da machen die auch plötzlich so, ja, danke. Weißt du? Das ist ein Syndrom, wenn du die irgendwie berührst, dann machen die das direkt auch. Ja. Das kann auch schnell gut werden. Ja. Da gebe ich zwei anderen Mädels die Chance, hier noch weiterzukommen und wir sehen uns sowieso. Okay, ist das alles cool, klar. Ja, können wir so machen. Okay, Leute. Nee. Ich hätte gesagt, sag mal, wie sehe ich denn aus für dich? Nee. Wie der Rettungsschiff oder nee. Vor allem, die anderen denken sich jetzt so, es ist ja alles hier nur Unterhalter, was ich meine. Aber kenne ich, dass das jetzt so macht? Hä? Ja! Das klingt. Ja, er legt sich schon hin. Das muss die mit dem Blauen sein. Oh, der Blick muss die mit dem Blauen sein. Hi. Na? Na, wie geht's? Gut, und dir? Gut, und dir auch? Willst du, Hugo, trinken ein bisschen Alkohol? Ja, aber ist die sauber? Ich hab neu hingestellt, ja. Die sind alle jede Runde neu. Ja, komm. Ich hab extra schon mal eingestellt, weil ich dachte, damit ich stoße auf jeden Fall an. Ja? Ja, auf was denn? Auf uns. Ach so. Ja, natürlich. Auf den ganzen Ey, ist das deine richtige Augenfarbe? Ja, siehst du. Wo gehst du am liebsten essen in Köln, Döner? Kolbstraße. Kolbstraße? Geil, ne? Ja. Da müsst ihr unbedingt mal hingehen. Ja. Und wo gehst du am liebsten Urlaub machen in der Türkei? Aşkim? Antalya. Antalya? Canım. Du kannst richtig krass türkisch so gut. Ich kann es nicht ignorieren. Ihr lacht die ganze Zeit. Ah. Ganz nach jedem Satz sehen. Die ist sympathisch. Ah, du sagst die gerade so sympathisch. Ja, die ist sympathisch. Guck mal, die anderen sind alle ein bisschen so angespannt, machen so einen Spruch auf Krampf, weißt du, so abgelesen, gerade vorgetragen. Ja. Und die ist wirklich locker. Die ist chillig. Die sagt, was die denkt. Die versteht sich nicht. Ja. Antalya. Canım. Du kannst richtig krass türkisch so gut reden, so, ne? Ja. Magst du kuscheln? Ja. Wer? Ja. Ich auch, ich schwöre. Boah, er finde ich so gut. Können wir vielleicht testen. Was passiert?
Ja, gerne. Dann kuscheln wir bald. Haben wir uns verabredet, erst Döner essen, dann kuscheln. Ja, und dann? Was du willst. Reinspazieren. Reinspazieren? Ach so, ich hab das verstanden. Ach so, am Reinspazieren. Ja. Ach so. Was hast du denn verstanden? Reinspazieren. Ach so. Ja, das hab ich jetzt verstanden. Aber kann auch zweideutig sein, ja. Das war sehr zweideutig. Hast du Haustiere? Ja. Was für ein? Ein Hund. Welchen? 10 Euro Pomeranian. Ich schwör's dir. 10 Euro, die gehören Pomeranian. So ein brauner. Ja, safe. Sehr zweideutig. Mhm. Hast du Haustiere? Ja. Was für ein? Ein Hund. Welchen? Chihuahua Pinscher. Wie heißt er? Diva. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber er heißt Diva. Ey, Moment. Das war fast Chihuahua und diese Pomeranian-Ding. Die sind beide klein. Gleiche. Nein, die ist nicht. Würdest du gern weiterkommen? Ja. Ja, natürlich. Ja. Boah, mir wird langsam heiß. Mir auch. Apropos heiß. Apropos heiß, sie ist da. Hi. Hi. Na, wie geht's? Gut, und dir? Ja, auch gut. Kann ich dir was zu trinken anbieten? Bitte. Hugo? Hugo. Was trinkst du sonst so? Champagner. Oh, gehst du auch so auf Yacht und so? Ab und zu. Hast du nicht gehört, dass er sagt Dubai und so am Anfang, ne? Gehst du gerne mal hin. Was geht so in Dubai? Wie ist die Lage? Gut. Ja? Zu warm. Macht Spaß? Cheers. Macht blau, ne? Schön, dass du hier bist. Wie, legst du viel Wert auf Familie und so? Ja. Ja? Hast du Kinder? Ja. Wie viele? Eins. Cool. Und Haustiere? Auch. Was denn? Ein Hund. Was für ein? Pomeranian. Und ich wusste eines dabei. Schau, Leute, wir haben die Darsteller verwechselt. Es ist sie. Ich wusste auch Hund Pomeranian, aber ich konnte nicht so schnell stoppen. Wie heißt der? Maya Moncler. Maya Moncler. Maya Moncler. Geil. Ja, deine Hobbys sind ja auch Tanzen und so, ne? Leidenschaftlich, ab und zu. Leidenschaftlich. Ich muss kurz was sagen. Von ihm, sein Nipfel hängt so ein bisschen raus. Und das T-Shirt schneidet er so am Nippel irgendwie. Ich krieg grad Gänsehaut davon. Guck mal. Ist das nicht nervig, Digga? Vor allem, wenn er so redet und so. Das ist doch voll nervig. Ey, ich glaub, oh, wenn du so einen Tick bekommst, du willst so das T-Shirt hochziehen. Oh nein. Digga, ich krieg den Tick einfach. Leidenschaftlich, ab und zu. Leidenschaftlich. Kannst du mir nicht eine Einlage geben? Was willst du sehen? Twerken? Ein bisschen. Bisschen? Ein bisschen. Geil. Was? Twerkt jetzt, oh mein Gott. Echt? Geil. Ja, läuft. Du bist weiter. Okay. Ich hab eine Freundin, ich hab Augen zugemacht. Hallo? Oh, hi. Hi. Scheiße, ich hab gedacht, wir wären jetzt schon durch. Ja, und das war ja echt, wirklich so für mich. Ach nee, danke. Ja? Ja, nee, du hast mich vergessen. Fuck. Magst du ein Stück Kuchen? Ach nee, danke. Ey, der ist voll. Mir ist der Appetit vergangen. Ehrlich, wieso? Ja, bin jetzt raus. Scheiße, ey. Aber, Mann, Hugo? Nee, danke, ich bin ein bisschen erkältet. Echt? Mhm. Scheiße, ey, ich bin so ein Idiot, ne? Ach, alles gut. Ist doch nicht schlimm. Du hast ja drei gute ausgewählt. Die denkt sich so, ich bin ein bisschen besser dran ohne dich. Ne? Ja, das Ding ist, ich muss sagen, von allen Kandidaten, glaube ich, finde ich sie am hübschesten. Ich schwöre, sie ist bislang, finde ich, auch am süßesten und am hübschesten. Ja, sie hat schöne braune Haare, blaue Augen, so eine süße Stimme. Die sind zwar alle hübsch, aber so... Einfach was mein Typ wäre, wäre ich ein Typ. Ich schwör's dir. Also wirklich, sie ist sehr hübsch. Ey, ich bin so ein Idiot, ne? Ach, alles gut. Ist doch nicht schlimm. Du hast ja drei gute ausgewählt, die passen zu dir. Findest ich glaube, ich bin eh ein bisschen zu jung für dich. Wie alt bist du denn? 23. Ach so, ja. Ja, 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 genauso. Du bist ja noch im Rahmen. Ich habe jetzt gedacht, irgendwie 18 oder so. Mhm. Wie alt war dein letzter Ex-Freund? Ich hatte keinen. Wie? Hast du noch nie einen Freund gehabt? Nee, ich habe keinen Ex-Freund. Warst du noch nie in einer Beziehung? Mhm. Wieso? Weiß nicht, war nie der Passende da. Ehrlich? Mhm. Ah. Kann das? Ja, weiß nicht. Ich hab ein paar Ansprüche. Welche denn? Also ich achte eigentlich hauptsächlich so auf... Also als allererstes wissen, was im Theater alles hier stattfindet und so, weil du weißt es nicht. Deswegen bist du auch raus. Aber das meinte ich ja, Bro, sie ist auch richtig selbstbewusst, weiß, was sie will und ja, so. Ja, so wirkt sie auch. Voll geil. Ja, weiß nicht. Ich hab ein paar Ansprüche. Welche denn? Also ich achte eigentlich hauptsächlich so auf Humor, auf wie diese Person mit anderen Leuten umgeht, okay. Wie sie mit meiner Familie harmonieren. Ja, das ist auch richtig so. Finde ich gut. Ja. Scheiße, Alter, jetzt ärgere ich mich. Ja, alles klar. Ansonsten, pass auf dich auf. Mhm. Danke, du auch. Ja, und wenn du mal keine Beziehung hast, sagst du Bescheid.
Ja, mache ich vielleicht. Okay. Okay, hat mich gefreut. Ciao. Wer ist euer Favorit denn für mich? Boah, Bro. Doch, ihr Blau. Ehrlich? Also für dich die Blaue. Oder die triffst du eh dann später. Du triffst safe die Blaue später und nachdem du mit dem Dinner warst, am Reinlaufen warst und so und kuscheln warst, dann gehst du im Whirlpool abends rein. Yeah, du willst bei dir ablaufen. Aber Bro, wäre ich dort, dann hätte ich sowas von die Letzte genommen. Safe, ich auch. Die ist so niedlich. Die ist super nett. Baden gebildet. Weil die bringt zum Sabbern die letzte. Ich mein's ehrlich. Die Real. Ein Paar sein können. Ja, ja, ja. Digga, also man hat das Gefühl wirklich, der Vibe ist so da. Nächstes Jahr Temptation Island. Seid ihr da? Wir zwei, Digga, als Paar. Wirklich jetzt. Ja, ehrlich? Doch for real. Ja. Ich hab die ganze Zeit gelacht. Ich hab die ganze Zeit dieses. Ja, ja, ja. Aber du kennst sie nicht, oder wie? Nee. Nee. Und was ist dein Favorit? Was sagst du? Ich gucke jetzt letzte Runde, Alter, im Bett. Ist normal. Wer am besten im Bett ist. Oh. Alles klar. Ja, okay. Geh voll ran, geh voll ran. Let's go. Hol sie dir, hol sie dir. Hi. Ja. Komm her. Bist du schon heiß, oder? Was sagst du? Nein, Spaß. Was geht? Ich hab gefragt, ob du schon heiß bist. Ja, na klar. Und du? Ja, du sowieso, ne? Ich glaube, die ist so eine richtig Süße und die versucht gerade auch so sexy zu sein wie alle anderen. Aber ich glaube, sie ist einfach so eine Süße, weißt du? Ich glaube auch, dass sie ja. Sie verstellt sich gerade richtig und irgendwie... Bleib einfach du selbst, Mann. Genau. Cool, bleib ja. Du bist. Was? Was geht? Ich hab gefragt, ob du schon heiß bist. Ja, na klar. Und du? Ja, du sowieso, ne? Ja. Da brauchst du mal ein bisschen Platz? Das ist irgendwie doof, ja, ne? Komm, das ist voll unbequem irgendwie. Ja, alles gut so. Ja, also ich glaub, normalerweise zieh ich schon mal meine Schuhe aus dem Bett, weißt du? Hey, yo, what the fuck? Das ist okay. Wie, worauf stehst du denn so im Bett? Wild, abwechslungsreich. Ja? Ja. Echt? Ja. Wie stehst du zum Küssen beim ersten Date? Das kann man machen, wenn es passt. Okay. Was ist deine Lieblingsaugenfarbe bei Männern? Blau. Nein, wirklich jetzt. Ja? Ohne Spaß, ja. Magst du blaue Augen? Ja. Okay, krass. Aber die Kreuzfahrt durch die Karibik mache ich jetzt auch noch. Kreuzfahrt? Ja, das ist mein nächstes Ziel. Ja, krass, Mann. Nachher mit Schiffe fahren. Ich gehe nur auf Partyboot. Hey, die haben auch Partys da oben auf dem Deck. Ja, ich bin einmal nach Bahamas damit gefahren. Das war mega cool. Partys, trinken, Pool. Oh, hey, oh. Echt? Ja. Genau dein Ding? Ja, voll. Meinst du auch? Dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du hier warst. Mhm. Ich weiß schon, dass ich es wahrscheinlich nicht bin. Warum? Habe ich so ein Gefühl? Ich bin gespannt. Ich auch. Vielleicht überrascht du mich ja. Vielleicht. Wenn die Frau sagt, ich glaube, ich bin es nicht und so. Weißt du, dann sag's doch nicht, auch wenn du es spürst, weißt du? Vielleicht auch nicht. Wer weiß. Oh, es wird spannend. Hey. Hey. Auf dich habe ich ja schon gewartet. Jahrelang oder nur für den Moment? Mein ganzes Leben lang schon. Oh! Gut, alles klar? Ja, mein Gott. Oh mein Gott, gut. Digga! Tschüss! Was geht da? Tschüss! Digga! Kuschelst du gerne? Ja. Ich auch, ich mag das, ich liebe das. Ich liebe deinen Arm, was willst du noch? Ja, krass. Worauf stehst du so im Bett? Wir sind verliebt, wir sind mit Love, Mann. Wir sind schon als Partner hergekommen. Muss ich das sagen hier? Nein, 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 musst nicht. Ich wollte nur fragen, weil wir sind im Bett und deswegen ergibt sich die Frage so einfach, weißt du? Auf was ich stehe? Ja. Auf alles. Alles? Ja, alles ist gut, ne? Ja. Und wie ist, guck mal, stell mal vor, du hast dein absolutes Traumdate, ne? Wie sieht dein absolutes Traumdate aus? Mit dir irgendwo am Strand liegen. Am Strand liegen? Ja. Tags oder abends? Beides. Ja, wann warst du denn zuletzt am Strand? Ich war voll Ewigkeit nicht mehr am Strand. Ich muss unbedingt wieder an den Strand. Sollen wir zusammen? Wann denn? Demnächst? Ja, können wir machen, ja? Wo denn? Wohin denn? Ich weiß nicht. Ich bin gerade komplett fehl am Platz. Ich guck so. Das ist gerade so verboten. Ja, ich weiß nicht. Also, das ist gerade wirklich flirten so. Ja. Das ist nicht so Unterhaltung. Die flirten gerade wirklich. Ja, ja. Goldstrap. Ja, wäre ich dabei. Ich auch. Ja? Mhm. Ist dir eigentlich nicht warm in diesem Teil hier? Ja, schon. Das, achso, ja. So war das jetzt nicht gemeint, ich schwöre. Ja, krass. Und wenn du einen Wunsch frei hättest in deinem Leben, welcher wäre das? Einfach mit dir. Ja. Wie, einfach mit mir? Sie geht ja richtig rein. Ist schon ein bisschen übertrieben, oder?
Aber ehrlich jetzt. Ja. Also für mich wäre das so bis zum Beispiel, ich so denke, hey, wir kennen uns seit zwei Sekunden. Am Anfang war es auch so Lachkick, aber ey, das sind doch nicht ihre echte Augenfarbe. Ich wollte auch gerade sagen, die sind doch nicht echt, oder? Sieht richtig aus wie Kontaktlinsen. Ja. Weil guck mal, bei ihm, wie das drinne sitzt, guck mal, bei ihr, wie das drinne sitzt. Sie gucken. Nee, man muss auch zum Arzt gehen, dein Auge ist nicht richtig im Kopf. Warum mit dir? Ja. Wie, einfach mit mir? Mit dir sein. Ehrlich? Ja. Oder musst du schon flachsen hier? Nein. Nein. Nee, ehrlich? Ja. Boah, krass. Voll süß, Alter. Echt? Krass. Und guckst du auch so YouTube und so manchmal? So dich. Okay, was verstanden? Bro, jetzt ist es unangenehm. Jetzt bist du mal... Nachdem ich gesehen hätte, dass er die eine Frau twerken lassen hat und die andere so und die andere so und die andere wollte mit dem Whirlpool, hat gesagt, wir melden uns später und so, weißt du? Ja. Dann möchte ich auch nicht sagen, ich will mein ganzes Leben mit dir verbringen. Du bist der beste Mann meines Lebens. Am Anfang war sie noch so richtig, ich sag mal so Lachkick, ja, sexy, ja. So, sie weiß, was sie will. Aber jetzt, komplette Umkehrung. Ja, safe. Gut, nur noch mich gucken. Ja. Okay, Aşkım? Tamam, canım. Ich muss leider Schluss machen. Noch nö. Oh, doch. Das war mal kurz. Das war kurz, ne? Ja. Aber, ja, wir sehen uns ja wieder. Ja? Na klar. Wir gehen doch noch Dings essen. Jetzt. Döner. Tamam, okay. Oh! Okay. Ja, okay, dann, gleich habe ich die Entscheidung, ne? Ja. Und dann, Okay. Okay. Tschüss. Ja. Hi! Na, wie geht's? Gut, dir? Ja, klar. Magst du auch ein bisschen chillen? Ja, aber es ist zu warm zu kuscheln. Ja, stimmt, ja, hast du recht. Das Ding ist cool, ja. Das geil, ja. Bist du eher Beziehungstyp oder so Single Gun? Ich war tatsächlich immer in einer Beziehung. Ich bin seit 2 Jahren das erste Mal Single. Echt? Stück. Ja. Oh, krass. Ich war auch verheiratet. Ehrlich? Ganz früh geheiratet. Wie viel? Ja, mit 18 geheiratet damals. Tschüss. Mit 21 Mama geworden. Boah, aber da warst du richtig früh alles, ne? 18 geheiratet. War das in Deutschland oder war das? Das ist mein Landsmann. Ach so. Ja. Ja, krass. Aber ja, geil. Ist also, sie? Ach so. Entschuldigung. Sie hat doch gesagt, dass sie 33 ist oder war das eine andere? Ich weiß nicht. Nee, ich glaube nicht, dass sie 33 ist. Aber sie sieht ein bisschen älter aus. Weißt du, was ich mich dann frage? Hm. Wenn sie ihr Kind mit 21 bekommen hat, sie ist jetzt von mir aus 33, okay? Nein, ich glaube, sie ist über 40. Ja, glaube ich auch. Mhm. Okay, wir sagen mal, ihr Kind ist über 10 oder 12, über 13. 20 wahrscheinlich. Nee, wir sagen mal so 12, 13 von mir aus, ne? Sagen, wenn sie 33 wäre. Sieht dein Kind nicht, dass du twerkst auf YouTube? Bro, aber sie hat gesagt, sie ist mit 20, 21, also mit 21 ist sie Mutter geworden. Ja. Sie ist wahrscheinlich jetzt über 40, so würde ich das mal so einschätzen, okay? Ja. Dann ist ihr Kind schon 20. Ja, aber ist das dann nicht so... Das macht das Ganze... Weil dann sollte doch das Kind... Warte, wer hat ihr twerken beigebracht? Totti! Die Tochter? Totti, dann sollte doch das Kind diesen Calvin... daten und nicht die Mutter, oder? Ja, aber wie du siehst, okay. Hat sie Bock. Okay, sie hat Lust, oh. Tiger. Sag mir das doch. Sorry, ich. Wenn du. Worauf stehst du so im Bett? Ich bin dominant. Boah. Also, ich setze mich dann auf dein Gesicht und ich entscheide, wie lange ich da sitze. Yo, what the fuck? Boah, okay, das ist eine Ansage, Alter. Ich. Hab mich gefreut, dass du hier bist. Hier immer noch warst. Am Ende habe ich eine Entscheidung und ich werde mir das jetzt alles nur durch den Kopf gelassen und dann gucken wir mal. Okay. Ciao. Ciao. Hey, jetzt gehen wir rüber und wir schauen mal, wie er sich entscheidet. Let's go. Okay, let's go. Okay, was sagst du? Wie lief's? Ich fand lief okay, ne? Lief Bro, gut. Du hast da abgerissen. Das haben wir noch nie gesehen so. Das haben wir noch nie gesehen. Was denn? Dass dir so viel los war auf einmal. Eine tanzt, du bist da was am Küssen und so. Ja. Stabil. Ja, man muss ja mal gucken, ne? Ja, hast du dir Gedanken gemacht? Ja, ich habe mir Gedanken gemacht. Waren also alles 3 Top-Mädels, muss man sagen. Na klar, alle 15 waren top. Alle 15 waren top. Das sowieso. Alle 15 ne? Top-Mädels auf jeden Fall. Ja. Super, super, super. Die 3 speziellen auch nochmal. Wollen wir sie nochmal kurz reinholen? Ja, gerne. Okay, kommt nochmal kurz rein, Ladies. Du musst dich jetzt entscheiden, ne? Oh. Ach, so auch optisch. Er hat die letzte genommen. Ja, nee, die 3 waren ja gerade die Finale. Die waren jetzt nur mit ihm im Bett, theoretisch. Jetzt entscheidet er sich zwischen den 3. Ach so. Also. Sorry, sorry. Komplett verschieden, ne? Ganz unterschiedlich. Deswegen, ja, das deswegen kann ich mich festlegen. Ne? Ich finde sowas, so verschiedene Arten Frauen toll. Ja, ne? Aber wo war jetzt der Vibe am meisten? Ja, wenn ich, soll ich mich jetzt entscheiden? Im besten Fall entscheidest du dich jetzt. Es wird jetzt so passieren, du entscheidest dich und wir gehen einfach. Wir gehen. Ihr bleibt hier, ihr könnt machen, was ihr wollt. Wir gehen dann. Ja? Ja. Also, ich glaube, am besten gevibed hat es mit Selina im Blau.
Alles andere, weißt du? Setzt euch hin, macht euch eine schöne Zeit. Das war's wieder mal von der Folge von 15 Versus, diesmal gegen Calvin Klein. Und wenn ihr Bock dabei habt zu sein, checkt unbedingt mal den Link in den Kommentaren aus. Da ist ein Google Docs, könnt ihr euch eintragen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Viel Spaß da hinten, ne? Macht's gut, ciao, ciao. Krank. Ich bin froh, dass ich jetzt gehen darf. Ich sag dir ehrlich, ist der richtige Zeitpunkt zu gehen. Gut, ich würde sagen, Leute, like, kommentieren, abonnieren, schreibt mal gerne die Kommentare, wie ihr die Folge fandet. Ich fand sie wirklich sehr unterhaltsam. Die war aber sehr unterhaltsam. Ja, er hat das gut gemacht. Ja. Und es war gut, dass die Laura dabei war. Ja, safe. Der hat es lachig gemacht. Safe. Wir sehen uns dann morgen ganz entspannt um 20 Uhr. Tschüss.